Willkommen zurück heute mit dem Thema, warum du den Worten einer Frau nicht glauben kannst, warum Frauen dich anlügen und was du am Ende des Tages dagegen tun kannst, beziehungsweise wie du herausfinden kannst, was die Frau wirklich meint. Das erkläre ich dir gleich am Ende des Videos. Wir steigen erstmal ein mit dem Thema und ich bespreche das immer wieder mit Coaching-Teilnehmern, ich bespreche das immer wieder mit Männern im Allgemeinen, die mich fragen, hey Tim, die Frau hat mir geschrieben, hey, wir können uns gerne mal auf einen Kaffee treffen, wir können uns gerne mal hier sehen, da sehen, aber dann meldet sie sich nicht mehr oder dann treffen wir uns nicht oder die Frau hat gesagt, ja klar, können wir uns nochmal sehen, ja klar, dies und das, aber dann tut sie es nicht. Das heißt, kurz gesagt, die Frau hat mir gesagt, sie wird irgendwas machen oder sie möchte irgendwas machen oder sie sieht das so und so, aber dann tut sie es nicht. Das heißt, für uns Männer, vom Gefühl her, von der Einstellung her, hat die Frau uns in dem Moment angelogen. Du musst verstehen, für die Frau ist das nicht so sehr Lügen, denn die Frau ist empathischer und fühlt deswegen mehr. Also die Frau kriegt mehr mit, was andere Menschen fühlen generell. Und deswegen tendieren Frauen dazu, andere Leute nicht verletzen zu wollen, weil sich das für sie sehr unangenehm anfühlt. Plus, Frauen sind sehr konfliktscheu. Das heißt, den Konflikt, der entstehen könnte, wenn sie dir die Wahrheit sagt, möchte sie gerne vermeiden. Plus diese negativen Emotionen, die sie unter Umständen dir damit gibt und damit auch sich selbst. Das heißt, das ist der Grund, warum Frauen lügen. Für Frauen fühlt sich das nicht wie Lügen an. Aus unserer Perspektive ist es Lügen, absolut, und wird auch von den Männern negativ aufgenommen. Und ich finde es auch scheiße und kommuniziere Frauen auch immer wieder, dass sie gerne eine andere Art der Kommunikation da wählen sollen mir gegenüber. Frauen machen das aber nun mal einfach viel. Und ich erkenne oder sehe immer wieder, wie Männer sehr enttäuscht sind, wie Männer verwirrt sind und wie Männer dann auch gar nicht mehr so genau wissen, wie sie mit den Frauen umgehen sollen. Dabei gibt es, und das erkläre ich dir gleich, einen sehr einfachen Weg, wie man das Problem lösen kann. Also Frauen machen das, wie gesagt, aus Konfliktscheuheit und auch aus Empathie heraus, weil sie sich selbst diese negativen Emotionen nicht geben wollen, die einen Konflikt heraufbeschwören könnte. Denn wenn ich dir die Wahrheit sage, wenn ich dir sage, hey, also ich habe jetzt die Tage zum Beispiel jemand, der sich bei mir fürs Coaching beworben hat und dann habe ich kurz mit ihm telefoniert und er war total pissig und total nervig, also super unfreundlich, und da habe ich ihm einfach geschrieben, also wir hatten unser Telefonat dann auf einen anderen Zeitpunkt verlegt und dann habe ich ihm einfach geschrieben, hey Name, ich habe keine Lust auf unser Telefonat, ich wünsche dir trotzdem weiterhin viel Erfolg. Ja, also ich habe ihm einfach gesagt, hey, so ist es, ich habe echt keine Lust auf unser Telefonat, hatte ich in dem Moment einfach nicht, habe ich ihm genauso gesagt. Natürlich hat das einen kleinen Konflikt heraufbeschworen. Das ist halt ganz klar und diesen Konflikt wollen die Frauen halt vermeiden. Eine Frau hätte dir vielleicht gesagt, hey, ich würde ja gerne mit dir telefonieren, aber leider ist meine Oma gerade im Krankenhaus oder was auch immer. Also du kennst diesen klassischen auf dem Date und dann ist sie so, hey, ja, eine Freundin ruft mich an, oh nein, ich muss schnell kommen, da ist irgendwas Schlimmes bei ihr passiert. So, also Frauen haben mir auch erzählt, dass sie das tatsächlich schon mal gemacht haben. Und sie machen das einfach, weil sie den Konflikt fürchten, weil sie diese negativen Emotionen des Konfliktes nicht wollen und weil sie auch die negativen Emotionen der Empathie nicht spüren wollen. Was kannst du jetzt als Mann aber tun, um herauszufinden, was die Frau wirklich meint? Und das ist so, so einfach. Wenn du mit Männern kommunizierst, dann kannst du den meisten Männern, echten Männern, glauben, was sie dir sagen. Ja, das spüren Männer untereinander, das finde ich immer so, das finde ich so toll daran, ein Mann zu sein, dieses Untermännern. Man spürt das als Mann, wenn ein anderer Mann zu seinem Wort steht, man spürt das als Mann, wenn man einem anderen Mann vertrauen kann, und deswegen kannst du Männer meist bei ihrem Wort nehmen. Da gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch genug Männer, auf die du dich nicht verlassen kannst, aber tendenziell kannst du Männer, echte, gestandene Männer, sage ich mal, bei ihrem Wort nehmen. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Frauen. Und da gibt es eine super leichte Methode, um zu erkennen, was die Frau wirklich meint. Leider wollen die meisten Männer das manchmal nicht sehen, weil das vielleicht sehr unangenehm ist. Aber die Handlung der Frau sagt dir immer absolut alles darüber, was die Frau wirklich will. Also schau niemals oder hör niemals auf die Worte der Frau, sondern schau dir ihre Handlung an. Ganz einfaches Beispiel. Sie schreibt dir immer wieder, ja, wir können uns treffen, ja, vielleicht nächste Woche, ah, nächsten Monat habe ich Zeit, ich habe noch eine Klausur hier. Das ist das, was sie dir sagt. Ja, wir können uns bald treffen, aber das ihre Handlung ist, ihr trefft euch nicht. Ihre Handlung ist, ihr seht euch nicht. Sie macht kein Date mit ihr aus. Das ist die unterliegende Handlung. Und das ist ihre wahre Botschaft. Das ist ihre eigentliche Absicht. Dass sie sich nicht mit dir trifft, ist die eigentliche Absicht. Und darauf kannst du vertrauen. Irrelevant, was sie dir da sagt. Wenn eine Frau dich sehen will, dann wird sie dich auch sehen.
Jetzt kommt ein Auto und ich muss kurz die Kamera zur Seite stellen. Also wenn eine Frau dich sehen will, dann wird sie das auch tun. Wenn eine Frau unbedingt mit dir schlafen will, dann wird sie das auch tun. Was die Frau will, das holt die sich auch. Und Frauen sind oftmals sogar, gerade wenn es um Männer, gerade wenn es um für sie wertvolle Männer geht, nochmal super darin, sich genau das zu holen, was sie wollen. Und wenn du das auch schon mal erlebt hast, wenn eine Frau dich wirklich will, dann gibt die auch alles dafür. Und dann besteht auch gar keine Frage mehr daran, ob sie dich will, weil du merkst es ganz klar an ihren Handlungen. Das heißt, vertraue auf die Handlung der Frau, denn die Handlung sagt dir alles über die Intention der Frau. Wenn sie dir sagt, sie will dich treffen, aber sie trifft dich nicht, dann ist genau das ihre Message. Ja, wenn sie zu dir sagt, ja vielleicht schlafen wir nächstes Mal miteinander, bald schlafen wir miteinander, dann ist genau das die Message. Ihre Anziehung ist anscheinend nicht so groß dir gegenüber. Wenn die Frau einen wertvollen Mann begegnet, von dem sie sich denkt, oh scheiße, der könnte in den nächsten beiden Tagen eine noch krassere Frau als mich kennenlernen, dann kannst du mir aber mal glauben, dass sie in den meisten Fällen wahrscheinlich mit dir schlafen wird. Ja, das ist die Message. Die Handlung der Frau ist immer genau das, auf das du vertrauen kannst. Das heißt, schau in Zukunft nicht darauf, was sagt die Frau, sondern schau nur noch darauf, was tut die Frau, und das sagt dir alles. Alles, was du wissen musst. Und du kannst die Frau dann auch gerne zur Rede stellen im Sinne von, ey, du sagst immer, du willst mich treffen, aber deine Handlung sagt mir was anderes. Du kannst mir ganz klar sagen, ob du es willst oder nicht, und dann beenden wir die Sache. Also du kannst dann ganz klar die Frau auch damit konfrontieren, aber vertraue den Handlungen der Frauen und vertraue nicht so sehr den Worten der Frauen. Das heißt jetzt nicht, das will ich dazu sagen, dass du absolut allem misstrauen sollst, was die Frau sagt. Nein, natürlich nicht. Aber gerade wenn es um diese Bereiche geht, gerade wenn es um dieses, ja, wir treffen uns, oder ja, wir schlafen dann und dann miteinander, oder ja, dies und das, gerade wenn es so um sexuelle Interesse geht, um Dates und um solche Fragen, vertraue den Handlungen der Frau, nicht den Worten. Ansonsten kannst du natürlich, wenn du jetzt eine Frau hast, auch ihren Worten vertrauen, wenn es um andere Dinge geht. Aber gerade da, schau auf die Handlung, die sagt dir immer alles. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz für nächstes Jahr bewerben, wo wir dafür sorgen, dass du innerhalb von 3 Monaten mehr Frauen kennenlernst, datest und auch verführst als in deinem ganzen Leben vorher. Und rechts in der Ecke kommst du zum Video von gestern zum Thema, wie du wieder Sex in deinen Beziehungen bekommst, falls der mal abgeappt ist. Also eine Frau hat einmal von viel mit dir geschlafen, aber jetzt nicht mehr so viel. Und wie du schaffst, dass wieder der gleiche geile Sex ist wie vorher, das findest du im letzten Video. Da kommst du unten rechts hin. Ansonsten geil, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.